Monumentale Bauwerke, riesige Bahnhöfe und eine Leitzentrale, die alles steuert. Hunderttausende Figuren. Auch der Millennium Falcon aus Star Wars hebt ab. Ist ja Fantasie, wir sind ja im Wunderland. Ich glaube, es ist ein Einstellungskriterium, verrückt zu sein, um im Wunderland zu arbeiten. Also, das ist echt Wahnsinn, ne? Ein kreatives Team, das immer im Maßstab 1 zu 87 denkt. Hunderte Züge, hunderte Meter Gleis und Tüftler, denen keine Herausforderung zu groß ist. Ja, wenn man sozusagen am vorderen Ende einen Fehler macht, dann zieht es sich auf das ganze Ding sozusagen weiter. Millimeterarbeit unter Dauerbeobachtung. Alles muss exakt passen, auch wenn die Zeit drängt. Modernste Technik, die tausende Besucher jährlich zum Staunen bringt. Und immer neue, atemberaubende Ideen. Mehr als schief gehen kann's nicht. So. Hier ist einfach alles möglich. Fünf Uhr am Morgen. Großputz vor dem Großkampftag in der größten Modelleisenbahnanlage der Welt. Vorsicht, 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 Vorsicht. Noch, du musst noch angeben. Ja, habe ich. Noch haben Petra Adfi und Bastian Jakober die ganze Anlage für sich. Ein eingespieltes Team. Denn auch beim Staubsaugen ist hier Millimeterarbeit gefragt. Also du hast schon, dass du mal so Figuren mit einsaugst, aber du merkst das auch, weil das immer klackert. Also in dem Moment, wenn du das hochsaugst, dann hörst du das ja und dann kannst du ihn halt nachher wieder, machst du nachher wieder auf und holst dann mal, was weiß ich da, 5, 6 Figuren wieder raus und dann klebst du die halt nach. Also das ist eigentlich kein Problem. Verluste gibt es immer. Die rund 1500 Quadratmeter große Modellfläche mit all ihren Gebäuden, Fahrzeugen und Bewohnern einmal komplett abzusaugen, würde insgesamt wohl mehr als ein Jahr dauern. Wir sind nie fertig, nie. Also man kann nicht sagen, wir fahren unten an und sind dann in 3 Monaten hier oben fertig, sondern wir gehen ja, wie gesagt, einmal am Tag morgens rum und dann entscheiden wir, wohin wir gehen. Sagen wir Las Vegas oder Amerika oder jetzt zum Beispiel Knuffing. Das ist immer am dreckigsten. Da wissen wir, oder der Flughafen, da müssen wir auf jeden Fall einmal in der Woche hin. Heute muss das Putzteam noch in die Alpen. Gut, dass es in der gesamten Anlage versteckte Wartungsklappen gibt. Dennoch muss Petra Adfi beim Abstauben einen langen Arm machen. Denn auch im Maßstab 1 zu 87 sind die Berge ziemlich hoch. Kurz vor 8. Die ersten Besucher sind schon da. Es ist Ferienzeit. Ausnahmezustand im Miniaturwunderland. Trotz Öffnungszeiten von frühmorgens bis Mitternacht ist jederzeit viel los. Immer vor Ort Frederik Braun. Er und sein Bruder Gerrit haben das Miniaturwunderland 2001 gegründet. Inzwischen haben sie ein neues Reservierungssystem eingeführt. Die Besucher buchen ihre Tickets vorab online für ein festes Zeitfenster. Anders lassen sich die Massen nicht bewältigen. Wir hatten mal so geträumt, so 100, 150.000 Besucher im Jahr zu haben. Das würde also bedeuten, in der Hauptferienzeit so 1.000 Gäste am Tag. Inzwischen ist der Andrang viel größer geworden. Allein heute werden es mehr als 5.000 Besucher sein. Längst ist das Miniaturwunderland eine der Hauptattraktionen der Hansestadt. Die Besucher kommen nicht nur aus ganz Deutschland, sondern immer häufiger auch aus dem Ausland. 10% kommen nur aus Hamburg. Ich glaube, 25 oder 30% aus einer 150 Kilometer Metropolregion. Schon nach einem halben Jahr habe ich eine E-Mail von einem Menschen aus Tokio bekommen, ob ich das der von dieser Modelleisenbahn bin. Er würde die demnächst gerne mal anschauen, kommt extra aus Tokio hergeflogen.
Mehr als 1 Million Menschen kommen pro Jahr ins Miniaturwunderland. Die Anlage zieht junge und ältere Besucher gleichermaßen an. Das riesige Schienennetz, die liebevoll gestalteten Landschaften, die aufwendigen Bauwerke. Wer hierher kommt, kriegt einiges geboten. Die Fakten sind beeindruckend. ...1040 Modelleisenbahnen befahren 15.400 Meter Gleis. Es gibt 4.110 Gebäude und Brücken, die von 260.000 Figuren bewohnt werden. In mehr als 760.000 Arbeitsstunden ist die 16 Millionen Euro teure Miniaturwelt entstanden. Das sind Dimensionen, die verblüffen. Vieles hier ist weltweit einzigartig. Der Flughafen mit seinen automatisch startenden und landenden Flugzeugen. Die Länge des Schienennetzes. Oder auch, dass der HSV reihenweise Tore schießt. Sogar der Transrapid braust hier noch durch Niedersachsen, während alte Straßenbahnen durch Rom und Güterzüge durch den Grand Canyon rattern. Und auch die Hamburger Elbphilharmonie wurde hier bereits 2013 eröffnet, Jahre vor ihrem großen Vorbild. Hinter all dem stecken viele kreative Köpfe. Allen voran Wunderlandgründer Frederik Braun. Lagebesprechung am Bahntunnel. Also, das ist echt Wahnsinn, ne? Und wenn da oben die Lichter alle leuchten, das hast du schon gesehen? Ja. Links und rechts. An der Wand entlang. Da hinten an der Wand? Ja, so in der Höhe. Aber es müsste eigentlich dann ja auch einen Zug geben, der hier sozusagen endet, ne? Haben wir doch. Ein ganz lang, der wirklich hier endet. Ja, und der muss aber perfekt programmiert sein, ne? Ja. Und hier? Das macht er ja beim ersten Mal, dann ist er ein bisschen abgenutzt und dann bleibt er nämlich plötzlich hier hinten stehen, ne? Ja, aber die Jungs schaffen das schon. Das heißt, bestenfalls hier das Ende. Und da steigen sie ab. Was viele ja gar nicht wissen, ist, wir haben inzwischen 300 Mitarbeiter, die hier im Wunderland arbeiten. Und das macht Gerrit und mir immer ganz große Angst, weil wir sind keine typischen Unternehmer. Wir haben das nie gelernt. Wir haben Learning by Doing gelernt. Und wir sind auch keine typischen Chefs. Aber vielleicht ist das genau das, dass es so irgendwie funktioniert hat. Wir sind gewachsen mit damals angefangen 40 Leuten. Und wir sagen immer noch, bei 300 Leuten ist es irgendwie eine Familie. Und diese Familie hat immer zu tun. Modellbauer passen ein Gebäude in die Anlage ein. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht versehentlich etwas kaputt treten. Denn in der Miniaturwelt sind sie Riesen. Ein kleiner Fehltritt und schon wäre ein ganzes Stadtviertel zerstört. Bei der Eröffnung gab es zunächst drei Abschnitte. Die imaginäre Hauptstadt Knuffingen. Mit rund 10.000 Einwohnern. Mitteldeutschland mit dem Harz. Und Österreich mit zahlreichen Bahnstrecken. Wenig später kam dann die Heimatstadt des Wunderlandes dazu: Hamburg. Mit allem, was die Hansestadt ausmacht. ...2003 dann der Sprung über den großen Teich nach Amerika.
mit einem kunterbunten Mini-Las Vegas, das seinem Vorbild alle Ehre macht. Zwei Jahre später kam dann auch Skandinavien dazu. Besonderes Highlight? Die mit 33.000 Litern echtem Wasser gefüllte Nordostsee mit ihren 25 von Hand gesteuerten Kreuzfahrt- und Containerschiffen. Sowie die glitzernde Schneelandschaft. Die Schweiz ist seit 2007 Teil des Miniaturwunderlandes und erstreckt sich mit ihren imposanten Bergen über zwei Ebenen. Besonders beliebt ist hier auch das Open-Air-Konzert von DJ Bobo. 2011, nach 6 Jahren Bauzeit, konnte dann auch der weltweit einzigartige Knuffingen Airport eröffnen. Mehr als 40 Flugzeuge bewegen sich selbstständig über den Flughafen. Starts und Landungen im Minutentakt. Die Anlage erstreckt sich inzwischen über mehrere Etagen eines historischen Lagergebäudes in der Hamburger Speicherstadt. Sie besteht aus 9 miteinander verbundenen Länderabschnitten. Alle 15 Minuten wird es Nacht im Wunderland. Dann bringen mehr als 330.000 LEDs Licht in die Dunkelheit. Aus einer anfänglichen Schnapsidee der beiden Brüder Frederik und Gerrit Braun ist inzwischen eine der Haupttouristenattraktionen der Hansestadt geworden. Das Miniaturwunderland bietet seinen Besuchern unendlich viele Fotomotive. Langweilig wird es hier nie. Hier ist alles ständig in Bewegung. Nahezu täglich wird irgendwo etwas ausgebessert oder optimiert. In hunderten Miniszenen erzählen die Modellbauer kleine Geschichten. Sogar in ganz versteckten Ecken oder auf der Rückseite der Anlage, wo so gut wie nie ein Besucher hinkommt. Manche der kleinen Szenen sind skurril, andere brutal oder auch nicht ganz jugendfrei. Etwa 200 von ihnen können von den Besuchern per Knopfdruck in Bewegung gesetzt werden. Sie sind es, die das Miniaturwunderland zum Leben erwecken. Ob bei der Spurensicherung nach dem Fund einer Wasserleiche, beim Angeln in der Hamburger Hafen City oder bei der Fahrt mit einem Heißluftballon. Im Miniaturwunderland ist immer was los. Aus dem Zirkus brechen Elefanten aus. Affen erholen sich am Sandstrand. Das Papamobil hat hier eine Reifenpanne. Großeinsätze der Feuerwehr gibt es fast im Minutentakt. Das Löschwasser ist in diesem Fall allerdings aus Watte und das Feuer wird von farbigen LEDs simuliert. Zum Spielen haben die Modellbauer aber keine Zeit. Sie müssen auf die Baustelle. Denn das Miniaturwunderland soll weiter wachsen und um eine Attraktion reicher werden: Italien. Mit 190 Quadratmetern einer der bisher größten Abschnitte und auch einer der aufwendigsten. Die meisten Gebäude von Rom stehen bereits. Jetzt geht es an die Details. Vorsichtig fräsen die Mitarbeiter Löcher in den Boden. Hier sollen bald Springbrunnen sprudeln. Zur Vorbereitung sind einige der Modellbauer extra nach Italien gereist und sind mit hunderten Fotos und jeder Menge Ideen zurückgekehrt. Gaston Burkhardt war in Cinque Terre. Das Dorf Rio Maggiore hat ihm besonders gefallen.
sodass er es nun auch hier verewigt hat, im Maßstab 1:87. Das Dorf haben wir bloß angedeutet, weil es schaut anders aus. Aber es ist halt schwierig, sowas einzubauen, weil ich habe hier ein bisschen Platz, da einen Platz und da einen Platz. Wichtig war für uns praktisch der Tunnel, das ist original und der ist auch original. Die Häuser sind teilweise original und dann wieder reine Fantasie. Weil so detailliert kann man das nicht nachbauen. Die Werkstatt der Modellbauer. Im Moment sind hier alle mit Italien beschäftigt, denn die Zeit drängt. Das Team arbeitet unter Hochdruck. 450 Gebäude müssen für den neuen Abschnitt von Hand gefertigt werden. Nur so entsteht der einzigartige Look der Modelle. Und auch die meisten der Figuren werden inzwischen in der Modellbauwerkstatt selbst hergestellt und angemalt. Susanne Sander legt letzte Hand an einen römischen Häuserblock. In ihren Modellen darf für sie als Hundefan natürlich nie ein Vierbeiner fehlen. Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Da gibt es also keine Vorschriften. Es sollte schon immer mal was Witziges dabei sein, immer mal was Verstecktes dabei sein. Aber also das macht eigentlich am meisten Spaß, dass man einfach sagen kann, so wird man es gerne sehen. Neben dem Bekleidungsgeschäft für den Klerus hat Susanne Sander eine Kunstgalerie eingerichtet. Das Atelier des Malers inklusive Aktmodell liegt praktischerweise gleich ein Stockwerk höher. Es ist geschafft. Der Häuserblock kann an seinen Bestimmungsort in Rom gebracht werden. Ganz vorsichtig, damit jetzt bloß nichts mehr kaputt geht. Vorsicht bitte, ein Häuserblock kommt. Das Gebäude ist eines von mehr als 450 handgefertigten Häusern im neuen Abschnitt. Vorgefertigte Bausätze kommen im Miniaturwunderland schon lange nicht mehr zum Einsatz. Dafür sind die Modellbauer einfach viel zu perfektionistisch. Das Modell besteht aus hunderten Einzelteilen. Wenn es hinfällt, wäre die wochenlange Arbeit vergebens gewesen. Doch alles geht gut. Das Gebäude passt millimetergenau in die vorgesehene Lücke. Der römische Straßenzug ist komplett. Zurück in der Werkstatt. Christian Rosenau ist Experte fürs Altern. Er sorgt dafür, dass Gebäude und Mauern eine ordentliche Patina erhalten. Mithilfe von speziellen Farbpigmenten verwandelt er das strahlend weiße Modell in ein antikes Gemäuer. Wir haben Originalfotos, die habe ich hier zum Beispiel. Und die nehmen wir dann als Grundlage und versuchen das, soweit es geht, nachzumachen. Wobei wir auch ein bisschen mit der Zeit gucken müssen, ne? Wir können ja nicht ewig dran sitzen. Und versuchen das dann auch auf die Anlage zu integrieren. Also wir halten uns weitestgehend original, aber hier und da sind uns dann keine Grenzen gesetzt. Da können wir dann auch noch, wie wir brauchen, müssen, möchten. Ja. Schon fast perfekt. Und wirklich nah am Original. Nebenan plagt sich Kollege Leo Enzlin mit ganz anderen Sorgen. Er muss die Sixtinische Kapelle fertigstellen. Doch noch fehlt ihm der richtige Bodenbelag. Kniffliges Puzzlespiel. Also man muss auch immer wieder irgendwie mal einen Testdruck machen, mal gucken, wie das aussieht. Und dann irgendwie die Sachen, wo du halt vorher dachtest, das ist jetzt der Weg, den ich jetzt gehen kann, siehst du, dass es scheiße ist. Und dann, ja, musst du dann irgendwie improvisieren. Also es ist, dann geht der Druck an dich. Naja. Die altehrwürdige Kapelle ist seit Wochen Leo Enzlins Sorgenkind.
und stellt seine Geduld auf eine harte Probe. Gerade die vielen originalgetreuen Details verlangen höchste Konzentration. Ja. Gerade wenn das auch so frickelig ist, du kommst hier ja nicht mit beiden Händen rein. Und das Ding ist halt schon fertig gebaut, du kannst es nicht zerlegen. Die Scheiben müssen sauber sein, dann kannst du die nicht putzen. Also, ja, man muss auf vieles Acht geben. Also, ja, wenn man sozusagen am vorderen Ende einen Fehler macht, dann zieht es sich auf das ganze Ding sozusagen weiter. Oh Gott. Immerhin, die Innenbeleuchtung funktioniert. Anfangs war ich noch so, ach ja, das geht ja alles schon, ist ja so klein, das kann auch eh keiner erkennen. Aber irgendwann kommt das mit dir selber sozusagen. Da willst du auch für dich halt so perfektionistisch sein. Ja, das sind dann wieder diese gesagten 1%, wo du dann auch denkst, das muss jetzt anders. Ansonsten belüge ich mich selber sozusagen. Nebenan in der Technikwerkstatt. Lagebesprechung am Petersdom, denn der soll gleich einen Stromanschluss bekommen. Ja, ich überlege gerade, ob man diese kleinen schwarzen Stecker macht, wie zum Beispiel bei den Häusern von den Seilbahnen. Meinetwegen auch das. Dass ich den hier hinklebe und du einfach nur den rauf und bei denen habe ich dieses Problem mit... Ja, oder glaubst du nicht. Du kannst das ja mal, so setz das doch mal zusammen. Du merkst alleine jetzt schon, wie fummelig das ist. Ja. Ja, und dann hast du da noch einen fünfpoligen Stecker zwischen mit Stiftleiste, kannst du knicken. Ja, dann geht sie voll kaputt, ne? Das kriegst du nie zusammen. Ja. Jo. Auch der Petersdom ist ein Unikat. Nach wochenlanger Entwicklung wurde er von den Modellbauern zusammengebaut. Damit er später in seiner vollen Pracht erstrahlen kann, muss Nina Wieghorst ihn gleich mit dutzenden LEDs ausrüsten. Pass auf, er darf nicht unten auf der Unterkante stehen. So. Dafür benötigt sie meterweise Kabel. Deswegen macht man auch Stück für Stück. Also ich habe zum Beispiel erstmal mit hier den äußeren Fenstern angefangen, die zu verdrahten. Und dann habe ich immer weiter erst die Reihe, dann diese Pappschächtelchen für die Türme. Also das habe ich immer Stück für Stück gemacht, damit ich nicht mit den Kabeln durcheinander komme. Wenn man sieht, dass man endlich die Arbeit geschafft hat, dass es endlich rechtzeitig fertig geworden ist, natürlich ist das aufregend und spannend und zittert mit, dass alles klappt und nicht nur immer schief läuft. Gar nicht so einfach. Zumal die Techniker und Modellbauer unter ständiger Beobachtung arbeiten. Denn die meisten Werkstätten sind auch für die Besucher einsehbar. Viele Kabelmeter später ist es dann endlich geschafft. Der Petersdom geht auf die Zielgerade. Ein Prachtstück aus 22.000 Einzelteilen. Da kommt auch einiges an Gewicht zusammen. Und doch müssen die Modellbauer extrem vorsichtig sein. Der kleinste Fehltritt könnte fatale Folgen haben. Kabel passen super, hängen nicht im Gleis, dann passt wunderbar. Zug kann vorbeifahren, alles gut. Wunderbar. Ja. Fast 2 Jahre haben Konstruktion und Bau gedauert. Jetzt fehlt nur noch die Verkabelung unter der Anlage. Hier verlaufen Hunderte von Kabeln und Drähten. Techniker Kenneth Mandel kennt sich aber trotzdem perfekt in diesem Kabeldschungel aus. Wir haben ja hier, weiß ich nicht, ich denke mal schätzungsweise bestimmt 300 Straßenlaternen nur im Rohbereich stehen. Und die schalten wir natürlich nicht alle einzeln an, sondern auch in der Realität ist es so, dass jeder Straßenzug im Grunde genommen mit 3 Phasen verdrahtet wird.
Und so machen wir es im Grunde genommen auch. Und jede Phase ist so ein bisschen leicht anfangs verzögert vom Einschaltmoment her. Und dadurch entsteht ein relativ buntes Bild, wo die Laternen alle nacheinander angehen. Und sowas können wir auch relativ gut zusammenfassen. Und dadurch wird das immer weniger. Also wir haben bestimmt das Zehnfache an Leitungen hier drinnen liegen, als wir am Ende tatsächlich an schaltbaren Kontakten brauchen. Die Unterseite der Anlage ist eine eigene Welt aus Kabeln und Anschlüssen. Nur die Techniker finden sich hier zurecht. Zur besseren Orientierung befolgen sie einen strengen Farbkodex. Nur Stromversorgung, das ist nichts anderes als die Stromversorgung für die Eisenbahn. Und so zieht sie, hier ist halt ein schönes Gewirr, das geht hier halt überall längs. Hier sind noch Signalleitungen für Weichen, für Signale, also die Züge fahren ja auch nach den Signalen, die ist ja wie in der Realität, die müssen ja auch da sein. Und so was geht dann über diese Leitung, hier ist nur Strom drin und hier drüben haben wir halt die ganzen Leitungen, hier kann man das doch schön sehen mit den unterschiedlichen Kabelfarben. Ne? Gelb ist zum Beispiel ganz normale Haus- und Wohnungsbeleuchtung. Hier schon gesagt, rot ist Straßenbeleuchtung, weiß mit lila und blau, das wird ein Auto sein mit einem Blinker. Und so orientieren wir uns. Hunderte Kilometer Kabel wurden im Miniaturwunderland schon verbaut. Und es werden immer mehr. Hier stehen mehrere Gebäude. Das kann man anhand dieser Bündel erkennen. Jedes dieser Bündel in Gelb mit Blau und Schwarz teilweise, das sind alles Gebäude. Und hier außenrum kann man einmal schön erkennen, geht eine Straßenzug. Also das ist die Zubringerstraße, die in diese kleine Wohnsiedlung, also ich weiß auch, was da oben steht, deswegen weiß ich, dass es eine Wohnsiedlung ist. Hier kann man halt erkennen, das ist die Straßenbeleuchtung. Und wenn wir von oben sehen, da ist eine Laterne aus, dann können wir das auszählen, welche dieser Laternen das ist. Und dann wissen wir auch genau, wenn es dann überhaupt an der Verkabelung liegt, dann können wir hier unter genau gucken, wo welcher ist es. Eine Etage höher. Der Petersdom steht nun zwar an seinem Platz, aber so richtig zufrieden sind seine Baumeister noch nicht. Wir haben eben gerade das Problem, dadurch, dass jetzt überall Kabel mit dabei sind und wir es noch nie so in der Anlage stehen hatten, dass viele Sachen nicht passen. Also das, was man zusammengeschraubt hat, schraubt man jetzt wieder auseinander. Dann fehlt eben gerade noch ein Stecker. Den mussten dann die Ehege nochmal fertig machen. Ja, es ist halt immer spannend dann doch auf den letzten Metern. Aber ich meine, wichtig ist es halt, dass es am Ende perfekt dann aussieht. Es wäre ja auch langweilig, wenn sofort alles funktioniert. Vielleicht klappt es ja mit schwererem Gerät. Warte, zieh nochmal raus. Ja, komm nochmal rein. Und man darf halt immer nicht vergessen, es ist doch irgendwo nur Spielzeug. Aber ziemlich teures Spielzeug. Ganz in der Nähe bedrohliches Donnergrollen. Der Vesuv. Er soll schon bald eine der Hauptattraktionen des neuen Italienabschnitts werden. Damit die nächtlichen Eruptionen möglichst echt aussehen, mussten sich Modellbauer und Techniker einiges einfallen lassen. Fast 2 Jahre hat die Entwicklung gedauert. Eine komplette Eigenkonstruktion, vollgestopft mit technischen Spielereien. Alexander Wulff ist der Herr des Feuerwerks. So, dann wollen wir uns jetzt mal um die Abluftansteuerung kümmern. Spezielle Ketten sorgen für den perfekten Lava-Look. Das sind eigentlich Industrieketten aus Getränkefabriken. Und da haben wir eine ca. 6 mm starke Plexiglasscheibe draufgesetzt. Und darauf mit Silikon und Ruß Lava-ähnliche Masse modelliert. Und durch diese Plexiglasscheibe können wir diese ganze Kette von der Seite beleuchten. Und dadurch dringt das Licht dann auch an die Oberfläche und es sieht dann halt auch wirklich aus, ja, wie richtige Lava. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Beängstigend echt. Unter dem Vesuv verbirgt sich natürlich auch jede Menge Technik, die für den perfekten Ablauf von Sound, Licht, Bewegung und Rauch sorgen soll.
Gesteuert wird sie von einem eigens entwickelten Computerprogramm. Jetzt müssen nur noch die idealen Einstellungen gefunden werden. Und jetzt sind wir auch gerade wieder in der Experimentierphase. Wie viel Rauch können wir nehmen? Wie stark muss der Lüfter sein? Müssen wir vielleicht den Querschnitt noch erhöhen von den Rohren, damit wir mehr Rauch bekommen? Das probieren wir momentan noch ein bisschen aus, aber es sieht schon nicht schlecht aus. Fast 2 Jahre hat die Entstehung des Vesuvs gedauert. 12 Monate die Entwicklung, 2 Monate Stahl- und Holzbau und 5 Monate der Einbau der Technik. Natürlich war auch der ein oder andere Fehlversuch dabei. Mehr als schief gehen kann es nicht. So, dann knallt und zischt es vielleicht mal, dann haben alle ein bisschen Spaß, aber dann macht man es halt neu und vielleicht funktioniert es dann. So. Gut, wir gehen natürlich mit ein bisschen Sinn und Verstand daran, aber die Devise ist ganz klar, ausprobieren. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Noch 2 Tage bis zur Eröffnung. Auch an anderer Stelle gibt es noch einiges zu tun. So, dann gib mal das gute Stück her. Das müsste auch der letzte sein, oder? Das müsste der letzte. Schon bald sollen mehr als 100 Züge durch Italien rattern. Mehr als 2,5 Kilometer Gleis hat Wolfgang Wicht hierfür verlegt. 110 Signale und mehr als 400 Weichen eingebaut. Für ihn Routine. Ich habe jetzt 16.000 Meter Gleis hinter mir und ca. 3.250 Weichen. Ja, und da ich schon so lange dabei bin, von Anfang an, hat man natürlich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt mit dem ganzen rollenden Material. Mehr als 1000 Bahnen in der Nenngröße H0 sind im Miniaturwunderland unterwegs. Vom Hochgeschwindigkeitszug bis zur Zahnradbahn. Der längste Zug ist knapp 15 Meter lang. 1270 Signale und rund 50 Computer sorgen für einen reibungslosen Zugverkehr. Kilometer ist das Schienennetz des Miniaturwunderlandes lang. Mit dem neuen Italien-Abschnitt sind es dann sogar mehr als 15 Kilometer. In der Realität entspräche das einer Gleislänge von etwa 1340 Kilometern. Alle Abschnitte sind miteinander verbunden und können von allen Zügen angefahren werden. Wenn neue Züge angeschafft werden, landen sie zuerst in der Lokwerkstatt. Mike Kostat und seine Kollegen sorgen hier dafür, dass sich die Neuankömmlinge auch gut in die Flotte einfügen. Allein für Italien wurden mehr als 100 neue Loks angeschafft und weit über 800 Waggons. Die müssen jetzt getunt werden. Also was wir verändern, wir bauen eine E-Kupplung ein, damit wir eine Stromverbindung zu den Wagen bekommen, damit die Züge sicherer laufen und die Personenwagen Licht haben. Und wir stecken Decoder rein, weil unsere Anlage digitalisiert ist. Deshalb braucht jede Lok einen eigenen Decoder. Insgesamt gibt es weit über 1000 Züge. Jeder einzelne wird per Computer gesteuert. Genauso wie die knapp 300 fahrenden Autos und Lastwagen. Auch für sie wurde ein eigenes Computerprogramm entwickelt, das sie durch das Miniaturwunderland steuert. Das Programm stellt für jedes Fahrzeug sozusagen ein eigenes Gehirn bereit, das es ihm ermöglicht, eigene Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise die Vorfahrtsregeln einzuhalten. Hinter der Anlage verstecken sich mehrere Ladestationen. Ist ein bestimmter Akkustand erreicht, fahren die Laster automatisch hinein und werden wieder aufgeladen. Danach machen Sie sich selbstständig wieder auf den Weg. Der Leitstand. Er ist das Herzstück des Miniaturwunderlandes.
Hier werden die Züge und Fahrzeuge von den Mitarbeitern überwacht. Gesteuert werden sie von den Computern. Taucht ein Problem auf, kann es von hier aus möglichst schnell behoben werden. Es ist eigentlich so, dass ein Zug bzw. eine gewisse Anzahl an Zügen morgens aktiviert wird, wenn wir die Anlage hochfahren und die dann im automatischen Modus weiterfahren von alleine. Fahren eine Runde, fahren den Schattenbahnhof. Dafür wird ein neuer Zug aktiviert, dann, der dann wiederum seine Runde fährt. Man kann erkennen, wenn ein Zug aktiv ist, wenn er wie hier vorne so rot ist, dann heißt er, er ist aktiv und wartet gerade, dass sein Weg für ihn frei wird. Sobald er losfährt, dann nimmt er sich so eine gelbe Fahrstraße, wie das hier vorne zu erkennen ist. Da kann man auch ganz genau sehen, wo der Zug gleich langfahren wird. Und anhand dessen können wir dann auch, sollte er ein Problem machen, erkennen, wo er sich denn gerade befindet. Wer hier arbeitet, muss hochkonzentriert sein. Denn immer wieder kann es zu Störungen kommen. Also hier ist jetzt ein Kurzschluss angezeigt im USA-Abschnitt. Jetzt ist es natürlich gerade ein bisschen schwer zu sehen, es ist dunkel. Dementsprechend würde ich einfach sagen, ich gehe jetzt mal dahin und schaue mir das an, was das ist, bevor da nachher irgendwie weiter was kaputt gehen soll. Gérard Beckmann bahnt sich seinen Weg durch die Anlage. Vorsicht einmal. Er muss nach Amerika. Denn dort, am Rande des Grand Canyons, ist der Pannenzug liegen geblieben. Zum Glück kann der Techniker das Problem schnell wieder beheben. Leitstand für Gérard. Ja. Schalt mal bitte die USA 2 wieder ein und schick den Zug noch mal los, bitte. Alles gut gegangen. Wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können einmal auf die Anlage selber draufklettern. Die ist so gut wie immer begehbar. Sollte das nicht möglich sein, gibt es Klappen, wo wir von unten unterhalb der Anlage hochkommen können. Oder wir müssen halt den langen Arm machen und wirklich versuchen, da irgendwie noch ranzukommen. Feinschliff in Italien. Bis zur Eröffnung bleibt den Modellbauern und Technikern nur noch ein Tag. Und noch immer ist nicht alles perfekt. Tina Fischer ist für den Petersplatz zuständig. Doch der ist im Moment noch ziemlich leer. Menschen müssen her, Touristen. Und die gibt's im Modellbaufundus in Massen. Alle von Hand bemalt und liebevoll gestaltet. Jetzt müssen sie nur noch auf dem Platz verteilt werden. Sekundenkleber sorgt für sicheren Halt. Wir haben jetzt hier aktuell in der Situation keine große Veranstaltung, wo der Petersplatz komplett voll wäre mit vielen Besuchern, sondern eher so 0815-Tag. Und wir versuchen uns da an Bilder zu halten oder an die Situation, so wie es war, als wir vor Ort waren. Da war auch nichts Besonderes gerade. Und so versuchen wir das halt, dass es nicht zu voll ist, aber auch nicht zu wenig, möglichst realistisch. Und das ist eigentlich auch die Schwierigkeit daran. Und auch hier Arbeit unter Dauerbeobachtung. Mit Dutzenden begeisterten Zuschauern im Rücken ist es nicht immer ganz einfach, eine ruhige Hand zu behalten. Weil es ist ja auch mitten auf dem Platz. Ja. Christian Schuh ist der Wasserexperte im Miniaturwunderland. An der italienischen Riviera hat er noch einiges zu tun. Man muss sich wiederum überlegen, wie funktionieren die Wellen auf dem Schiff. Also man kann hier einfach irgendwas hingießen, ein bisschen rumtupfen. Und das Problem wiederum ist aber, in 1:87 wäre die Welle ja schon fast gar nicht sichtbar, weil sie viel zu flach wäre. Also übertreiben wir ein bisschen und dann fahren wir ein bisschen mit Speed durch die Gegend. Das Finish erfolgt mit weißer Farbe. Jetzt kommen wir so gesehen zum finalen Akt. Ich versuche, nur ganz leicht durch Granieren
die Oberkanten ein bisschen weiß zu machen. Weil wenn so eine Welle überschlägt, dann hat man oben meistens so einen leichten Weißton. Ich werde ihn ein bisschen mehr übertreiben, als er in Wirklichkeit ist, damit man ihn auch wahrnimmt. Das gibt halt der Anlage am Ende nochmal irgendwie so die letzten 10% gefühlt, dass man sagt so, wow, es fängt an, sich plötzlich zu spiegeln. Man kann mit einem vernünftigen Winkel reingucken, man sieht plötzlich den Berg oben, die ganze Stadt sieht man halt auch nochmal im Wasser. Und das ist einfach nochmal so das Finish überhaupt. Und dann weiß man aber auch, wir sind kurz vor der Öffnung, deswegen ist es auch mal spannend, ob es wirklich auch funktioniert. Aber es sieht perfekt aus und ja, wir sind super stolz. Gaston Burkhardt ist noch nicht ganz zufrieden. Seine Eisdiele soll noch eine Beleuchtung bekommen. Doch die will nicht so, wie sie soll. Ich habe hier so spezielle kleine Lampen. Die hat mir der Leo gemacht, weil ich die so möchte. Aber weißt du, die ist rund. Und die rutscht und flutscht davor. Und der Draht ist ja so steif. Und du kommst da so schlecht ran zum Biegen. Also musst du irgendwie versuchen, die. Aber deshalb Geduld. Die Geduld zahlt sich am Ende aus. Rio Maggiore ist so gut wie fertig. Ein kunterbuntes italienisches Küstendorf mit vielen quirligen Bewohnern. Alle mit Sekundenkleber fixiert. Und auch die Sixtinische Kapelle kann endlich in die Anlage eingesetzt werden. Nee, der muss noch weiter nach hinten. Ich schieb mal durch. Das ist hier irgendwie so eine Art Feststellding oder so. Wenn sie doch nur passen würde. Einfach einmal wütend reinprügeln. Ich glaube, das Einzige ist, dass wir vom Hin- und Hertragen rausnehmen, abruckeln und dann wird sich da irgendwie das Gebäude verzogen haben. Am Ende klappt es dann aber doch. Die Sixtinische Kapelle erstrahlt in vollem Glanz. Und wer ganz genau hinsieht, kann sogar das Bodenmosaik entdecken. Holger Ballasch ist für das Oberhaupt der katholischen Kirche zuständig. Er bastelt noch an einer von knapp 200 Knopfdruckaktionen. Die Knopfdruckaktion soll den Tagesablauf vom Papst darstellen. Das heißt, hier sind unterschiedliche Zimmer in seinem Domizil nachgebaut. Und das fängt natürlich mit dem Aufstehen an, mit dem Morgengebet geht's weiter. Und je nachdem, wo er gerade ist im Tagesablauf, leuchtet dann dieses Zimmerchen auf. Und da kann man dann erkennen, dass er hier irgendwo arbeitet, beziehungsweise seine Morgenzeitung liest und. Das Ganze so gestaltet, dass man es auch herausnehmen kann, weil kann ja sein, dass wir mal irgendwann wieder einen anderen Papst haben, weißer Rauch aufsteigt und dann wissen wir, müssen wir ändern, ne? So, können wir hier mal gucken, was da so leuchtet. Zum Beispiel das Arbeitszimmer. Oder unten, das ist noch ein Raum, da wissen wir noch nicht, was passiert. Ja, mal gucken. Also wir haben ihn grob jetzt erstmal als Tischtennisraum bezeichnet. Aber das ist so ein geheimer Raum, wo der Papst sich dann austoben darf. Ja, und der Fernseher, der muss natürlich auch in den Abendstunden dann für ein bisschen Zerstreuung auch beim Papst hier erhalten. Und bei uns läuft dann das Leben des Brian. Ne? Und dann haben sie es tatsächlich geschafft. Nach 3 Jahren Bauzeit und mehr als 180.000 Arbeitsstunden ist Italien endlich fertig. Gerade noch rechtzeitig. Grund genug, auch nachmittags mal anzustoßen.
Denn Italien ist perfekt geworden. Noch kein Abschnitt des Miniaturwunderlandes war so aufwendig und teuer wie dieser hier. Und so nah an den Originalvorlagen. Die Grenzen zwischen Realität und Modell verschwimmen. Und sogar der Brückenschlag in die Antike ist perfekt gelungen. Auch Chef und Gründer Frederik Braun ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Zumal der Italienabschnitt für ihn eine Herzensangelegenheit war. Doch für zu viel Freude hat er keine Zeit. Natürlich hat er längst schon neue Pläne. Direkt nach der Eröffnung von Italien soll es weitergehen. Denn das Miniaturwunderland ist noch längst nicht fertig. Eine Brücke soll diese beiden Speichergebäude miteinander verbinden. Noch mehr Platz für spektakuläre Landschaften. Wir stellen uns das so vor, hier bauen wir dann irgendwann später Frankreich. Das heißt Frankreich, das ist der Ärmelkanal, unsere Brücke. Da fahren die Züge dann sozusagen, man geht auf der Brücke lang. Auf der einen Seite kann man ganz toll runterschauen, sich die Barkassen anschauen. Auf der anderen Seite geht man an dem Modell lang und das ist sozusagen der Ärmelkanal. So ein Stück Landschaft Frankreichs geht noch drauf, fahren die Züge in den Tunnel, geht man so weiter, guckt sich so ein bisschen Schiffe an und drüben geht es dann in England weiter. Also richtig toll, echt Ärmelkanal rüber und dann nehmen wir auch Teile der Decken raus. Das ist also ein sehr hoher Bauabschnitt wert. Vielleicht noch Richtung Schottland rüber und so weiter. Ein Märchen, absolut toll. Und wenn wir da drüben dann fertig sind, kommen wir wieder zurück und bauen hier Frankreich fertig. Und dann sind bestimmt 10, 15 Jahre wieder vorbei. Und dann geht's aber auch noch weiter. Es wird Abend in Hamburg. Der Tag im Miniaturwunderland geht zu Ende. Doch die Ideen gehen den Modellbauern wahrscheinlich niemals aus. Die Welt im Maßstab 1:87 wird also immer weiter wachsen.